Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, dies hier ist ein Handy-Video, also das schneiden wir, filmen wir alles mit dem Handy. Haben wir in der letzten USA-Reise auch gemacht und wo wir schon mal dabei sind, wir haben vor, morgen in die USA zu fliegen und wir haben so gut wie alles schon vorbereitet. Nur, wir haben so ein Vorabend-Check-In, wo wir noch die Koffer jetzt schon ein bisschen früher zum Flughafen bringen, damit wir das halt nicht alles mitschleppen müssen. Und dann geht's jetzt hin, oder? Genau. Und die richtigen Vlogs, die kommen dann irgendwie später, weil wir im Urlaub nicht schneiden wollen. Macht Johnny alles in seinem Stil und seinem Style. Das ist so ein Zusatz quasi. Ja. So, haben wir alles? Ja. Los geht's. Ich habe gehört, du trägst die beiden Koffer. Ja, da wüsste ich was von. Das ist eine Gegenlichtaufnahme. Hören wir durch? Ziel Nummer 1 erreicht, Flughafen. Wollt ihr was lernen? Dann jetzt zuhören. Warum heißt der Flughafen Hans Koschnick? Weil wir einen Bürgermeister hatten, der so heißt. Hier ist er. Ein sehr guter Bürgermeister war das. Hier ein alter Mann und dort ein alter Mann. Nix alter Mann hier, von wegen, das war ein guter Bürgermeister. Du hast keine Ahnung. Was lässt du mich hier im Kiddyland stehen? Ja, möchtest du noch einmal? Sonst gehen wir zum Schalter. Los, werf Geld rein. Hast kein Geld. Hab ne? Nichts, bin broke. Ja, schade. Sehr freundliche Auskunft. Was hat sie denn gesagt? 100 Meter weiter und dann rechts. Hast du mir meinen Schalter zu sagen? So, jetzt wird es gleich einen kleinen Zeitsprung geben. Die Koffer sind beim nächsten Clip weg, weil ich kann das jetzt nicht filmen, da ich mein Ticket zeigen muss, was auf meinem Handy ist und dabei kann ich leider nicht filmen. Und ja, wir sind ja aber schon bei... Wir haben es ja auch hier oldschool ausgedruckt, glaub, wenn du möchtest, ne? Ach nee, nee, ich muss da nichts filmen. Gut. Bis gleich. Koffer sind ja noch da. Ja, ist noch nicht 16 Uhr. Der Check-in fängt erst um 16 Uhr an. Warum stellst du dich dann an? Weil es letztes Mal auch früher ging, als wir hier waren. Aber diesmal geht's nicht. Aber ist nicht das Einzige, was bisher schief gelaufen ist. Bisher läuft ja alles schief. Davon abgesehen, dass ich heute mich hier online einchecken wollte. Es ging online nicht, alle Systeme waren irgendwie ausgefallen. Musste ich erstmal nach Hause von der Arbeit. Hab dann fast 2 Stunden gebraucht, um einzuchecken online. Um diese Bordkarten hier zu kriegen, die man auf dem Handy hat. Naja, egal. Morgen ist alles vergessen. So, Koffer sind weg. Ja, gab noch einige Problematiken, aber ja, jetzt haben wir weil die Schlangen nicht richtig ausgeschildert waren. Ich kann es mal ganz gut erklären. Ja. Gibt ja so verschiedene Schlangen und dann diese verschiedenen Terminal-Nummern da. Und ich weiß nicht mehr die Zahlen, wo wir hin mussten, aber es stand auf jeden Fall dort Vorabend-Check-In. Und ja, genau geradeaus. Und links daneben, wo es zu zwei Schaltern ging, die nicht besetzt waren, war auch eine ganze Schlange voll mit Leuten, die bei uns hin wollten. Und wir waren somit eine der einzigen, die richtig standen, wurde uns auch so versichert, dass wir uns da richtig hingestellt haben. Und ja, dann fing das damit an, dass sich welche vor uns gestellt haben aus der anderen Schlange. Und dann haben wir halt die darauf hingewiesen, dass die sich vorgedrängelt haben. Wurde dann gesagt, ja, ist uns scheißegal. Und ja, dann ging ja auch schon der Streit los hinter uns, haben dann auch nicht gesagt, ist ja blöd gemacht hier und Schreierei, also... Es kann morgen einfach alles nur besser und erholsamer werden. Der Tag heute war auch schon für den Arsch. Morgen ist das auch. So ein Reisetag ist immer blöde. Aber vielleicht ja dann am Sonntag, wo wir unseren ersten Urlaubstag haben. Vielleicht wird das da ein bisschen entspannter. Komplett leer. Ja, die Bahn fängt ja auch hier an, die erste Station. Unser letztes gemeinsames Abendessen zu dritt vor dem Urlaub und alle sind total happy. In die Richtung. Da. Da hinten irgendwo.
Wir haben einen Tisch reserviert. Wir sind etwas früh dran. Stefan ist noch in der Stadt und sagt, wir sollen uns Zeit lassen. Auto. Wir sollen uns Zeit lassen, weil unser reservierter Tisch noch besetzt ist. Und dann denke ich, ich gehe trotzdem irgendwie Stefan schon entgegen, damit er ein bisschen Unterhaltung hat. Aber ich glaube, der vermisst uns gar nicht großartig, wenn ich das Bild hier sehe. Ist ja wohl eine Frechheit. Ich habe auch Durst. Also wir haben jetzt Blick auf die Schlacht auf Feldmanns und wir wollen mal gucken, ob wir Papa oder Stefan da entdecken. Ich habe ihn noch nicht so wirklich ausgemacht. Mal näher rangehen und gucken. Da seid ihr ja endlich. Ich warte schon eine halbe Ewigkeit hier auf euch. Bei dem schönen Wetter in Deutschland. Nächste Woche ist Schnee. Ach nee. Ah, so. Rein ins Warme. Tja, John, Pech gehabt. Fängt gut an der Urlaub. Wie es aussieht, wurde mein Getränk vergessen. Kommt aber gleich. Sag ich doch. Simone ist die Einzige hier im Raum, die bei der Karte, bei der Auswahl des Essens, Hilfe brauchte. Sie musste sich einfach beraten lassen. Bedeutet, wir haben Essen bestellt. Wir haben Essen bestellt, ja. Rinderhüftsteak for me. Baguette mit Hirtenkäse für mich. Und für John, was kann es anders sein als eine? Riesen-Currywurst. Einige Minuten später. Guten Appetit. Nicht ganz geschafft, sorry. Den Tisch wische ich gleich ab. So, zufrieden. Ja. Auf den Urlaub und die Zeit alleine zu Hause. Prost. Besser kann es gar nicht kommen. Doch, für uns. Für uns. Ich habe gehört, in Bremen soll nächste Woche Schnee kommen. Wir haben, wie gesagt, schöne Plusgrade, zweistellig und um die 30 Grad im Schatten. Das wäre mir viel zu heiß. Wir bräuchten bitte für 5 Uhr morgens ein Taxi. Gut, sehr nett, vielen Dank. Okay, tschüss, danke, ciao. So, Taxi ist auch schon mal vorreserviert. Da kann morgen wohl nichts mehr schief gehen, hoffentlich. Für Stefan und mich heißt es jetzt Abschied nehmen von Simone. Ja, wir sehen uns ja jetzt nicht mehr. Tschüss. Ich kann auch schlafen, Jungs, dich. Wir machen ein bisschen Krach morgen früh, deswegen kannst du dich drauf verlassen. Ja, stimmt, gute Idee fürs ja. Video. So. Bis dann. 4 Uhr aufstehen. Jetzt haben wir es. 4:45. Das ist Urlaub. So, Taxi hat uns gut hergebracht. Und jetzt müssen wir uns gleich hier erstmal anstellen. Oha, es ist voll, kann ich nur sagen. Wir müssen zu Gate A01. So, wir sitzen schon auf unseren Plätzen, 20 A und B. Wir sehen uns gleich in Frankfurt wieder, würde ich sagen. Frankfurt angekommen, mit dem Bus. Was ist denn andauernd? Und nun? Hunger. So. Jetzt erstmal was zum Frühstücken suchen. Es gab da unten schon so einen Backshop, aber vielleicht finden wir auch einen schönen Fastfood-Shop, sag ich mal, hier im großen Flughafen. Und hier mehr Hunger drauf als auf irgendwelche Croissants, ja, ehrlich gesagt. Oh, bin verbunden.
nehmen wir eine ganze Pizza, egal was kostet. Was willst du haben? Veggie? Was gibt's denn? Pepperoni Salami. Ah, oh, hört sich auch gut an. Zweimal. Ja, es ist klein, ja? Ich mache dir groß. Das hast du. Siehst du? Wow. Oh, wow. Siehst du? Eine kleine Schlange. Was ich total geil finde, ist, dass die Pizza hier frisch gemacht wird. Und für 15 Euro so eine große Pizza auf dem Flughafen, das ist ein guter Preis, würde ich mal sagen. So, das sieht doch gut aus. Besser als McDonald's und besser als Croissants. Das war lecker. Das ist auch lecker. Frankfurt. Glaube ich jedenfalls, dass es Frankfurt sein soll. Wird wohl Frankfurt sein, im Frankfurter Flughafen. So, da wir ja durch den Flug Europa verlassen werden, mussten wir noch durch eine Passkontrolle, wo wir dann unsere Pässe vorzeigen mussten und auch so ein Foto machen mussten. Und ja, jetzt können wir Europa verlassen und uns steht nichts mehr im Weg, außer dass wir ein bisschen die Zeit totschlagen müssen und ja, dann halt noch der lange Flug. Ja, so sieht der Arsch der, so sieht der Arsch der Welt aus. Nichts los hier. Wie lange müssen wir unsere Zeit hier verbringen noch? Mindestens noch 2,5 Stunden. Jetzt haben wir zwei Wahlmöglichkeiten. Laufen oder fahren. Orlando. 13.05 Uhr. C13, die gab's. So, bis gleich nach der Kontrolle. Gürtel weg, Uhr ab. Alles wie gehabt, schon mal in Bremen. Und wir haben es geschafft. Wir sind durchgekommen. Unseren Sprengstoff haben sie nicht gefunden. Es wurde sogar ein Sprengstofftest gemacht an den Laptops, ja. Ja, da haben sie irgendwie so einen Streifen dran gehalten. Abstrich gemacht da, ja. Ja. So, jetzt geht's weiter zu Gate C13. 13. Wir haben es geschafft. Wir sitzen endlich im Flugzeug. Wir haben es jetzt 13 Uhr. Eigentlich sollten wir es abfliegen normalerweise. Aber okay, das Gute ist, ich sehe, wir haben jeder einen eigenen Bildschirm hier. Wir können unsere Handys aufladen. Und was noch? Mitfliegen. So, einige Stunden sind vergangen. Ja, in der Zeit haben wir aber noch ganz schön viel gemacht. Wir haben, wir mussten natürlich noch, das war eigentlich ja nicht so eine große Sache, wir mussten uns noch da anstellen, also erstmal unser Gepäck empfangen, dann mussten wir uns noch anstellen da und da diese Aufenthaltsgenehmigung einmal vorzuzeigen und so. Dann haben wir auf den Bus gewartet, den wir dann auch einmal verpasst haben, um zur Autovermietung zu kommen. Haben uns dort ein Auto ausgesucht, was wir euch morgen zeigen. Und haben hier im Hotel nach einer spannenden Autofahrt bei Nacht eingecheckt. Und wir sind dementsprechend auch fertig, oder? Ja, völlig. Es ist jetzt hier nach dieser Zeit schon 20 vor 11 und wir sind gerade aus dem Zimmer angekommen. Ja, und es war ja 5 Stunden weiter für uns. Also ist es hier irgendwie bei uns, ist es ungefähr jetzt hier 3 Uhr und nachdem ich um 4 Uhr gestern aufgestanden bin. Ja, und wir haben hier tolle Aussicht auf den Pool und auf so eine, ja, wie heißt diese Attraktion, wo man da in die Luft gezogen wird. Ja, weiß ich auch nicht, wie das heißt. Und auf die Interstate 4.
genial. Das Video neigt sich dem Ende zu und das meiste war zwar noch mehr aus Deutschland oder besser gesagt die Reise von Deutschland nach USA, aber im nächsten Handy-Vlog, den ich auch hier machen werde, wird man hoffentlich mehr sehen und auch über das Universal Studio wird man dann ausführlicheres noch in den kommenden Vlogs sehen. Das sind ja hier nur Handy-Vlogs, die zwischendurch gemacht wurden. Und was man hier hinten sieht, ist der Stefan, der hier die Videos quasi hier schon die Dateien überspielt von unseren gefilmten Sachen. Genau, wir machen ja die richtigen Vlogs, haben wir ja schon gesagt. Die machen wir ja in Bremen erst, wenn wir zu Hause sind, weil wir hier Urlaub haben und nicht den ganzen Tag Laptops schneiden wollen. Naja, alles ist gesagt. Ciao.